hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik auf diesem Kanal beziehungsweise zu einem weiteren DVD-Review. Und heute haben wir wirklich einen ganz besonderen Film vorliegen, auch in einer sehr, sehr schönen Edition. Und zwar Der Kopf, der nicht sterben durfte, beziehungsweise The Brain That Wouldn't Die aus dem Jahre 1962 von Joseph Green in der Classic Chiller Collection, wie man hier an der Unterseite unschwer erkennen kann, mit diesem schönen, zerlaufenden Schriftzug. Richtig, richtig schön. Allgemein die Classic Chiller Collection. Ich glaube, momentan sind schon so 10 Filme rausgekommen und das sind halt auch sehr unbekannte Filme aus den 50ern, 60ern und zum Teil auch 40ern. Und ich finde, dass diese Collection bzw. diese Reihe mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, weil die ist ja wirklich sehr unbekannt, obwohl sie wirklich richtig coole Filme rausbringen. Und es gibt auf YouTube, glaube ich, gar keine Reviews davon. Naja. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um einen 50er-Jahre-Science-Fiction-Film, auch wenn der Film erst, wie ich gerade eben gesagt habe, im Jahre 1962 uraufgeführt wurde und zwar auch in einer sehr geschnittenen Version, weil hier einfach kein Verleiher, glaube ich, lange Jahre gefunden wurde. Aber der Film wurde halt, wie gesagt, 1959 bereits fertiggestellt. Ja, aber man hat es hier auf jeden Fall mit der ungeschnittenen Fassung zu tun und das ist sehr, sehr wichtig. Aber gucken wir uns das erstmal hier an. Haben wir auf dem Spine, sehen wir auch schon, der Kopf, der nicht sterben durfte. Ja, aus dem Film und natürlich diesen schönen Schriftzug. Und hier vorne haben wir halt das Original-Kinoplakat und das finde ich wirklich, das ist absolut fantastisch. Das auch, wenn man das hier im Licht sieht, so ein bisschen mit Spotlight noch veredelt. Richtig, richtig schön in diesem Schuber. Ja, mit diesen Farben und dann dieser orangene Schriftzug hier oben drauf, beziehungsweise dieser weiße Schriftzug auf orangenem Grund von der Classic Chiller Collection. Und halt dieses schöne, ja, klischeehafte Plakat, das ist wirklich richtig cool gemacht. Holen wir es dann auch mal einmal raus. So, da haben wir nämlich noch ein Alternativplakat, wo man auch schon ja, weitere Filmszenen erahnen kann, denn es geht hier nicht nur um einen Kopf, der nicht sterben durfte, beziehungsweise ein Gehirn, das nicht sterben durfte, sondern auch noch um einen Mutanten, aber dazu gleich später mehr. Ja, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wie gesagt, wir haben hier ein Wendecover. Gegebenenfalls können wir auch das Originalplakat halt noch als Cover benutzen, was halt auch auf dem Schuber vorne drauf ist, aber ich finde das halt schön, dass man hier einmal das auf dem Schuber hat und einmal das auf dem auf der DVD dann hat. Das ist wirklich schön. Ja, dann haben wir hier die Disc, die ungeschnittene ab 16 Jahren, die Blu-ray und natürlich auch wie immer bei der Chiller Collection ein kleines Booklet. Das ist jetzt zwar gestalterisch, wenn man sich das hier mal anguckt, ist ja simpel gemacht. Der Text ist jetzt auch nicht so gut geschrieben, finde ich. Aber der Informationsgehalt ist auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem, weil dieser Film halt auch sehr, sehr unbekannt ist. Und wir haben hier auch noch ein zusätzliches Hörspiel drauf, was auch so 70 Minuten geht. Das habe ich mir allerdings noch nicht angehört. Frankensteins Vermächtnis kenne ich nicht, sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Also wie gesagt, eigentlich ein volles Paket. Sehr, sehr schön. Ja, und der Film geht hier auch knapp 83 Minuten, also ist im Kontext der 50er-Jahre-Science-Fiction-Filme ja durchschnittlich, würde ich sagen, wenn nicht sogar ein bisschen überdurchschnittlich von der Laufzeit, weil die ging ja damals auch oft sogar nur 1 Stunde 70. Und wir haben ja auch noch ein paar Extras, eine alternative 10 Trailers vom Hell und natürlich auch noch eine Doku, das gespaltene Gehirn mit deutschen Untertiteln und wie gesagt, das Hörspiel Frankensteins Vermächtnis. Ja, worum geht es denn? Es geht darum, dass ein Wissenschaftler, Dr. Kortner, seine Verlobte verliert und er ist von einem Gedanken dann besessen, den Kopf zu retten, beziehungsweise ist er schon in der Lage, durch Transplantation den Kopf am Leben zu erhalten und dann braucht er natürlich nur noch einen Körper und den sucht er dann bei irgendwelchen Leuten, bei irgendwelchen Frauen in der, also er sucht halt nach Frauen, die halt seinem Bild entsprechen. Das heißt, er sucht nach schönen jungen Frauen, deren Körper er dann halt verwenden kann, um seine Verlobte wieder ja, im neuen Glanz erstrahlen zu lassen, sage ich mal. Das heißt, das ist wirklich so ein typischer Mad Scientist-Film, so ein bisschen Frankenstein-mäßig, würde ich auch sagen, in Schwarz-Weiß. Aber eigentlich von den Szenenbildern und so und von der Qualität finde ich das wirklich gut. Man spielt hier schön mit den Effekten, weil man hat natürlich diesen statischen Gummikopf, den man auf den Tisch tut, aber durch die Schnitte wirkt das wirklich so, als ob der wirklich sprechen würde. Und das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Auch dieses Labor, das ist da ein bisschen karg eingerichtet, aber diese blubbernden Gefäße und so, das hat alles so ein bisschen Charme. Und das ist hier sehr schön rübergebracht. Und was ich auch sagen muss, der Film fühlt sich nicht an wie die ganzen anderen Science-Fiction-Filme aus der Zeit, sondern der hat einen eigenen Charme. Der hebt sich aus der Masse ab. Ich finde wirklich, das ist ein
außergewöhnlicher Film aus der Zeit, wenn man auch bedenkt, am Ende kommt es zu einigen harten Splatter-Effekten, die mich wirklich gewundert haben. Es wird ein Arm abgerissen, es wird sich am Hals festgebissen und Fleisch wird herausgerissen und das ist wirklich ziemlich brutal und blutig in Szene gesetzt und es wird auch voll draufgehalten und deswegen wurde das natürlich auch geschnitten. Aber wir haben es hier natürlich mit der ungeschnittenen Version zu tun, weil ich glaube, die deutsche Version damals ging nur, glaube ich, 70 bis 75 Minuten, weil da halt diese zwei Szenen und ein paar andere, glaube ich, Dialogszenen geschnitten waren. Aber wir haben es hier natürlich mit der ungeschnittenen Version zu tun und das finde ich halt wirklich richtig, richtig cool. Deswegen könnte man es hier sogar sagen, dass das hier vielleicht der erste Splatter-Film war. Ja, weil die Filme von Herschel Gordon Lewis, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, die kamen ja erst in den 60ern. Ich glaube, 1963 kam der erste Film von ihm. Aber das hier könnte schon so ein Beginn sein. Also hier hat man wirklich, glaube ich, die ersten richtig harten Splatter-Effekte beziehungsweise den ersten richtig expliziten Splatter-Szenen. Und deswegen ist dieser Film halt wirklich was Besonderes. Und ich glaube, deswegen sollte man ihn sich auch wirklich angucken, weil er einfach eine coole Story hat. Der ist mit 80 Minuten kurzweilig. Es gibt nette Effekte. Der hat Charme, der hat Atmosphäre. Der hat auch eine sehr, sehr coole musikalische Untermalung. Und deswegen finde ich hier, in dieser VÖ hat man auch einfach alles. Man hat ein Wendecover hier, man hat einen coolen Schuber, man hat ein Booklet und man hat sogar noch ein zusätzliches Hörspiel. Deswegen finde ich das ja einfach von der Classic Chiller Collection ist einfach eine richtig coole VÖ zu einem richtig coolen Film. Und deswegen kann ich hier auch eine absolute Empfehlung geben. Der kostet auch, glaube ich, zwischen 25 bis 35 Euro, ist immer auf 1000 Stück limitiert. Und ich glaube, wenn man sich den hier in die Sammlung holt, als Fan solcher Filme, macht man definitiv nichts falsch. Ja, dann danke ich euch, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.